Hey Nero, sehen Sie sich als Hundetrainer mit einer bestimmten Methode oder wie würden Sie sich selber sehen? Nein, also erstmal bin ich kein Hundetrainer, weil das würde bedeuten, man trainiert, ja, und man muss nicht üben, sondern leben, finde ich persönlich. Und ich finde, Training ist ja eigentlich echt blöd. Ja, es gibt so einen schönen finnischen Spruch: Übung macht den Meister müde. Und das würde ich gerne auch so sehen. Und wenn es dann um eine Methode geht, also da muss man, finde ich, differenzieren. Wenn man Natural Dog Music sieht, ist es vielmehr ein a Way of Life. Also, wie lebe ich zusammen mit meinem Hund? Anhand von bestimmten Prinzipien. Ja, und wenn ich mit Menschen umgehe und ich handhabe da humanistische Prinzipien zum Beispiel, ist das eine Methode, frage ich mich. Nein, methodisch würde ich vorgehen, wenn ich zum Beispiel einem Kind Musikunterricht gebe, dann würde ich eine bestimmte Methode folgen. Aber dann würde ich sogar noch gucken, welche Methode passt nun am besten bei diesem Kind. Und so ist es auch bei Natural Dog Music, weil eben, man kann ja nicht sagen, dass man nicht methodisch vorgeht, weil methodisch wäre schon, mein Hund hat Angst, wie kriege ich ihn weg von der Angst? Da muss man natürlich methodisch vorgehen, schrittweise aufbauen. Ja? Aber was hinter Natural Dog Music steckt, sind eigentlich normale pädagogische Prinzipien. Also, man sollte den Hund als Individuum sehen, man sollte also verstehen, dass jedes Individuum anders tickt und man sollte auch den richtigen Ton und Touch kriegen in den Umgang mit diesem Individuum. Und das ist wie bei Kindern auch. Also wenn man ein Kind sagt, hey, lass das mal sein, ja? Also auch Grenzen setzen, dann kann es sein, dass ein Kind schon fast irgendwie die Tränen in die Augen kriegt, wenn man das so sagt, und das andere Kind lacht einem im Gesicht aus. Und das macht schon klar, dass man von Kind zu Kind anders umgehen sollte mit verschiedenen Sachen. Und das muss man bei Hunden auch. Also es wäre meines Erachtens echt falsch, eine Methode für alle Hunde zu benutzen. Das ist ein großer Fehler. Würden Sie sagen, Sie heben sich da so ein bisschen auch ab von den anderen Philosophien, die so in der Hundeerziehung stattfinden? Ich würde sagen, dass ich ziemlich gegen den Mainstream fahre, so gesagt. Wenn wir gucken nach zum Beispiel Leckerchentraining, was gang und gäbe ist, das ist eine Methode für alle Hunde. Ja? Und das finde ich eigentlich krass, dass genau sehr oft gerade aus dieser Ecke so über Natural Dog Music gesprochen wird, als würde das eine Methode sein für alle Hunde. Ja, und denke, Moment, guck erst, was man dann selber tut. Ich sehe tatsächlich, dass bei Natural Dog Music das sehr individuell läuft. Und ja, das wird ja so gesagt, so diese Methode mit dem Futterbeutel. Ja? Und das ist dann irgendwie nur begrenzt auf diesen Teil der Futterbeutel, was natürlich schon ein wichtiges Teil ist. Ja, Aber das wäre meine nächste Frage. Warum richten Sie die Hunde so auf diesen Futterbeutel, auf diesen Prey Dummy ab? eine schöne Frage. Also abrichten bedeutet tatsächlich, dass ich etwas richte, was nicht von sich aus so sein würde. Da kommt der Begriff her. Ich muss also Richtung geben. Aber abrichten bedeutet tatsächlich auch, dass es aus meiner Sicht bergab geht, weil der Begriff steckt schon drin. Ja, ich muss etwas ändern, was so nicht läuft, so wie ich mir das vorstelle. Deswegen abrichten tun wir nicht. Aber diese Futterbeutel spielt eigentlich eine wesentliche Rolle. Das kommt von Ursprung aus dem Zoobereich. Ich habe früher Surfershunde für körperlich behinderte Menschen ausgebildet. Und mit diesen Tieren bin ich jeden Tag im Zoo unterwegs gewesen, weil die sollten ja desensibilisiert werden auf Geräusche, schreiende Kinder, Wägelchen, die vorbeikommen, andere Tiere, die sich wild bewegen und was auch immer. Und da bin ich konfrontiert gewesen mit, was im Zoo gang und gäbe ist, was man Environmental und Behavioral Enrichment nennt. Und das ist mir erklärt worden durch einen sehr bekannten Biologe, Franz de Waal, die damals noch im Zoo mit seiner Doktorarbeit beschäftigt war. Und ich fand das logisch. Ja, biologisch hat er das auch erklärt. Und da gibt es so viel wissenschaftlichen Beweis, dass wenn Tiere sich mit dem natürlichen Nahrungserwerbsverhalten beschäftigen können, die kriegen da Möglichkeit geboten, dann sieht man, dass in solche Gruppen im Zoo viel mehr Harmonie vorherrscht, dass die Tiere viel ausgeglichener sind und weniger Stress empfinden. Das ist,
wissenschaftlich bewiesen. Und ich habe damals schon mich Paulus gefragt, ja, logisch, aber warum tun wir das dann nicht mit Hunden? Ja? Und dann habe ich mir Gedanken gemacht, wie kann man das dann tun? Und so ist langsam, peu à peu, diese Futterbeutel, diese Prey Dummy entstanden, als Ersatzbeute. Ja? Und das passt, finde ich, auch gut bei Hundeerziehung, weil in der Jugendphase meistens die Elterntieren die Jungtiere klar machen, was ist unsere Hauptbeute. Ja? Und mit Bezug zu dieser Hauptbeute lernen die Jugendliche die dazugehörenden Techniken, Jagdstrategien. Und das passt ja super zusammen. Das könnten wir als Menschen nämlich super tun mit dem Hund. Und deswegen diese Futterbeutel. Aber würden Sie nicht sagen, dass das genauso eine Abhängigkeit darstellt, dieser Prey Dummy, wie jetzt bei anderen Herangehensweisen das Leckerli? Ich muss mal feststellen, dass Hunde sowieso abhängig sind. Ja? Viele Menschen, die sagen, nein, der Hund ist anpassungsfähig und anhänglich. Und ich sage, man muss sich bewusst sein, dass das Tier abhängig ist von uns. Und deswegen müssen wir ihm auch etwas zu bieten haben. Die Zootiere sind abhängig von den Menschen, die solche Möglichkeiten kreieren. Also die Abhängigkeit gibt es. Ja? Aber wenn ich zum Beispiel den Unterschied sehe, dann sehe ich zum Beispiel bei der Durchschnittleckerchen-Training, es wird bestimmt Ausnahmen geben. Ja, das kann ich nicht wissen, wer da nun Ausnahmen macht, aber es gibt bestimmt Ausnahmen. Aber in der Regel ist, der Hund kriegt ein Leckerchen für etwas, was wir Menschen vom Tier haben wollen. Ja? Und das ist der große Unterschied, finde ich persönlich, weil dann sind wir der Konsument und der Hund muss produzieren. Das, was er produziert, nennt man Zielverhalten, was wir Menschen genießen wollen. Und das bedeutet, es muss genießbar sein für uns. Es muss unsere Bedürfnisse decken. Und bei Natural Objective drehen wir das um. Wir gucken von, was würde der Hund nun am liebsten lernen? Was würde er für sinnvoll halten? Wozu hätte er Lust? Ja? Was steckt in die Genen drin? Was steckt in seinen Veranlagungen drin? Und wir sollten der Pflicht fühlen, zu gucken, was können wir mit seinen Bedürfnissen tun? Wie können wir ihm eine alternative Möglichkeit bieten? Aber ist es denn artgerecht und ist es das Bedürfnis des Hundes, dass der Mensch den Beutel wirft, der Hund den Beutel holen geht und bringt? Ist das artgerecht? Das wäre ziemlich simpel, wenn man es nur dabei belassen würde, weil ich finde, Hunde sollten die Möglichkeit bekommen, etwas mit der Nase zu tun zum Beispiel. Aber wenn wir gucken nach Erziehung bei Kaniden, dann sieht man tatsächlich, dass Elterntieren anfangen mit einem abgenagten Teil vom Beutetier, Knochenresten. Die nehmen die im Maul, so wie eine Zigarre an der Seite vom Maul, und dann gibt es eine Vorderkörpertiefstellung. Das ist eine Spielaufforderung Richtung den Nachwuchs. Und dann passiert Folgendes. Mit diesem Teil wird ein Jagdspiel durchgeführt. Die erwachsenen Tiere bewegen sich wie potenzielle Beutetiere. Ja? Und die junge Welpen jagen hinterher. Und das ist so eine Sache, die sehr oft wiederholt wird, ja? Wo Jagdstrategien eingeübt werden. Und in dieser Phase kann man als Mensch auch ganz simpel, so wie Sie das gerade gesagt haben, mal einen Beutel werfen und der Hund denkt, oh ja, toll, ja, da mache ich jetzt Beute. Ja? Aber ich finde, da steckt noch mehr dahinter, weil wir sollten auch gucken, ist das eine Zusammenarbeit oder ist es so, dass wenn sich etwas bewegt, ich schmeiße den Beutel, der Hund rennt direkt hinterher. Das wäre so eine Sache, die tatsächlich ja, auch in der Natur ein wesentlicher Punkt sein würde, wenn Juvenile echt mit zur Jagd gehen und die sehen ein Beutetier bewegen und die starten schon durch, da hat das gesamte Rudel Hunger. Und das bedeutet, Erziehung sollte vor die Zeit laufen und da spielt diese Futterbeutel auch eine wesentliche Rolle. Herr Neber, würde ein Wolf, also es ist ja Ziel, dass der Hund den Dummy dem Menschen wieder freigibt, würde ein Wolf die Beute wieder freigeben? Nee, nicht automatisch. Aber das Essen bei Wölfen ist eine sehr soziale Angelegenheit. Das bedeutet, meistens wird in Gemeinsamkeit gegessen. Ist der Nahrung knapp, wenig da, dann versucht jeder ein Stück davon abzureißen und dann gehen die auseinander und die würden auch rangniedrige Tiere würden deren Nahrung verteidigen, anderen gegenüber. Ja? Was tun die? Die nehmen diese Stück Beute und tragen das in Sicherheit. Ja? Und
Das ist eigentlich, was auch beim Apportieren von der Futterbeutel eigentlich dahinter steckt. Der Hund trägt die Beute in Sicherheit. Und wenn wir dem Hund Sicherheit bieten und wenn wir dem Hund eigentlich schon klar gemacht haben, wir können für Ressourcen auftreten, dann wäre das eine Möglichkeit. Es gibt bei Wölfen einen sicheren Moment, wo apportiert wird, nämlich wenn ein Wolfspaar nur zu zweit ist und Nachwuchs hat und kein Jährlinge oder Zweijährige dabei hat, dann ist es so, dass beispielsweise Papa jagt, während Mama bei dem Nachwuchs bleibt. Und wenn Papa dann Beute nach Hause schleppt, dann kommt Mama bettelnd, futterbettelnd, sehr penetrant bettelnd zu Papa und er sollte das Essen abgeben an Mama, ja, die das dann in sich reinfrisst und später die Welpen vorwirkt. Ja. Das ist das Apportieren, was bei Wölfen passiert. Also Papa muss dann irgendwie die Beute abgeben an Mama. Und dann gibt es noch so etwas wie, wenn Welpen da sind und ein Welpe hat, ich sag mal, ein tote Maus gefunden. Und die Wurfgeschwister haben genauso Interesse in diese Maus. Ja? Dann sieht man, dass diese Welpe sich das bewusst ist und denkt, oh, zwischen meinen Wurfgeschwistern kann ich hier nicht ruhig diese Maus essen. Wo kann ich das am besten tun? Und dann sieht man, dass diese Welpe ganz nah beim Muttertier sich aufhält, weil auf diese Weise kann diese Welpe in Sicherheit der Maus essen. Also auch da sieht man, dass so ein Welpe für Sicherheit, also auf Sicherheit achtet und dann denkt, dann besser bei Mama. Ja, und dann kann ich das in Ruhe essen. Vielleicht mal so zusammengefasst, warum muss der Hund den Dummy bringen? Was ist der Sinn dahinter, dass der Hund den Dummy abgibt beim Menschen? Also der Message dahinter ist, bei dem Mensch ist der Futterbeutel gut aufgehoben. Ja, und da wird nichts mit passieren und da bin ich sicher, dass ich die später auch essen kann. Ja? Also der Mensch ist die Sicherheit. Ja? Und das ist eigentlich der Hauptmessage. Aber da würde ich gerne noch etwas hinzufügen, weil es gibt auch diese Idee, der Hund muss apportieren. Ja? Und das ist falsch, das wäre wieder dogmatisch. Und ich finde, dass man wirklich da von Hund zu Hund gucken muss, so von was tue ich, was biete ich meinem Hund an. Und Nahrungserwerb ist, was jeder Hund in sich hat. Man hat es niemals geschafft, bei irgendeinem Lebewesen das natürliche Nahrungserwerbsverhalten wegzuschaffen. Das geht nicht. Ja? Und somit kann man jedes Tier mit Nahrungserwerb beschäftigen. Und da finde ich einen wesentlichen Unterschied, Futterbeutel oder Leckerli streuen. Wenn ich Leckerli streue, die der Hund suchen darf und fressen darf, dann lernt er suchen und alleine fressen. Ich bin dann nicht sicher, was er sonst noch findet und frisst. Ja? Wenn ich aber mit meinem Hund gemeinsam etwas tue, dann ist es so, dass ich eine Aktivität initiiere. Ja, ich gebe ihm eine Möglichkeit. Und von Anfang bis zu Ende bleibt es eine soziale Angelegenheit und kein Alleingang. Vielleicht erzählst du noch mal was dazu, oder was ist denn genau dieses EBE? EBE kommt von Environmental and Behavior Enrichment. Das stammt ja eigentlich aus Amerika und bedeutet so viel wie Umgebungsbereicherung und Verhaltensbereicherung. Und das ist so eine Sache, was ich gerade erzählt habe, was im Zoo völlig gang und gäbe ist. Und was ich auf diese Weise versucht habe, bei dem Hund auch durchzuführen, mittels dieser Futterbeutel, weil kein Mensch möchte im Ernst, dass sein Hund über die Straße ein Reh hinterherjagt und dann irgendwelche Unfälle verursacht oder so. Und deswegen finde ich, dass eine gemeinsame Jagd auch von Anfang bis Ende eine Zusammenarbeit sein sollte. Das ist übrigens der Grund, warum Menschen und Hunde kommunizieren. Zusammenarbeit und nicht ein Alleingang. Ja? Und das ist, wo wir also mit Nahrungserwerb uns beschäftigen, aber auch mit Social Enrichment, mit sozialer Bereicherung, weil man das eben zusammentut. Ja. Was ist denn jetzt daran falsch, dass wenn sich der Hund seiner Umgebung anpasst? Also warum möchtest du, dass wir die Umgebung so oder der Mensch die Umgebung so gestaltet, dass es für den Hund gut ist? Ist der Ansatz nicht, oder müsste der Ansatz nicht sein, dass der Hund sich seine Umgebung selber schafft und darin sich seine Bedürfnisse schafft? Das würden Hunde als solches nicht schaffen, weil dafür haben die zu wenig Einfluss. Die sind abhängig von uns Menschen. Und das bedeutet, dass man viel mit dem Hund machen kann.
weil Hunde sind domestiziert. Und ich vergleiche das jetzt mal mit Schweinen. Heutzutage denkt man, ja, aber Hunde, die sind doch darauf angepasst. Ja? Das ist nicht wahr. Die haben noch immer die gleichen Bedürfnisse, nur die können es besser ertragen. Wir haben eigentlich die Bedürfnisse nicht wesentlich geändert. Es gibt natürlich Unterschiede von Hundetypus und Hundeindividuum zu Hundeindividuum. Aber Hunde sind eigentlich lediglich so gestaltet, dass sie das besser ertragen können. Zu vergleichen mit Schweinen. Ja, wir halten Schweine in große Ställe, in viel zu große Gruppen auf kleinem Raum. Das könnte man mit dem Wildtier, Wildschwein nicht tun. Durch Domestikation kann man das mit den Tieren tun. Trotzdem ist die Frage, ob das legitim ist. Ob das deren Bedürfnis entspricht, auf Betonspaltboden zu buddeln und so weiter. Ja? Das ist eben nicht. Deswegen kriegen die Metallplättchen in die Nase, damit die die Nase nicht kaputt kriegen und so. Aber es gibt ja auch andere Initiativen. Beim Schwein ist auch der Schweineball bekannt, weil man versteht, die werden buddeln. Hunde werden Beute suchen. Das, wenn die, sobald die nach draußen gehen, passiert körperlich etwas. Das, was ich schon früher gesagt habe, ist, sobald der Hund nach draußen geht, dann wird Ghrelin produziert, das ist der Appetithormon. Man geht also irgendwie nicht umsonst nach draußen, sondern man geht nach draußen, um etwas zu finden. Man schnuppert nicht, weil man Schnupperbedürfnis hat, sondern man schnuppert, weil man etwas sucht. Schnuppern ist kein Ziel, sondern ein Mittel, um Ziele zu erarbeiten. Und einer der wesentlichen Ziele von Hunden, wenn die unterwegs sind, ist Nahrungsbeschaffung. Und der Mensch versucht, dass der Hund den ganze Zeit aus dem Kopf zu reden. Es ist ja eine sehr aufwendige Herangehensweise, wenn Sie sagen, man muss als Mensch hingehen, um dem Hund eine Umgebung zu gestalten, die artgerecht ist. Würden Sie das unterschreiben, dass Sie eine aufwendige Herangehensweise haben? Nö, ich würde sagen, der größte Aufwand ist Denken von Seite des Menschen. Das ist der größte Aufwand. Und natürlich zugegeben, das Gehirn frisst die meiste Energie. Also es ist etwas gegen Energie auftreiben, aber es kostet wenige Zeit, weil ich sage ganz bewusst, Natural Dogmanship habe ich entwickelt und ich bin ein, sage ich ganz ehrlich, fauler Mensch. Ich möchte es bequem haben und das bedeutet, ich habe keine Lust unterwegs pausenlos meinem Hund etwas verbieten zu müssen und immer wieder zu mir rufen zu müssen. Ich halte viel davon, gemeinsam mit meinem Hund etwas zu tun und ich habe gemerkt, das macht das alles viel einfacher, viel entspannter. Und das bedeutet, es wird für alle Beteiligten einfacher. Das ist ähnlich wie bei Kindern. Man kann pausenlos gegen dem Kind gehen, ja, und man kriegt immer wieder Ärger. Oder man kann sich Gedanken machen, wie kann ich nun irgendwie einerseits das Kind auch Grenzen aufzeichnen, aber vor allem auch Möglichkeiten bieten und das in Gemeinsamkeit. Und das ist so eine Sache, die beide, das ist, ich sag mal, Quality Time. Das ist ja eine intensive gemeinsame Zeitphase. Und wenn ich nach draußen gehe, als Mensch, als Hundebesitzer, und ich möchte einfach mal mich geistig entspannen und spazieren gehen, dann ist es so, dass ich das sogar tun kann, wenn ich investiert habe. Also aus meiner Erziehung habe ich gelernt, das hat mein Vater mir vorgelebt, wenn du faul sein möchtest, musst du erst investieren. Und er hat mir schon erklärt, du möchtest ja anfangen mit faul sein. Aber das führt dazu, dass du einen riesigen Energieaufwand den Rest von deinem Leben also brauchst. Weil wenn du zu früh anfängst mit faul sein, ja. Und das ist die größte Problematik. Der Mensch hat nie nur einen Hund, sondern auch einen inneren Schweinehund. Und mit diesem inneren Schweinehund da etwas zu tun, das ist die größte Aufwand. Es kostet weniger Zeit. Die Zeit ist effizienter. Es ist viel wertvoller. Die Beziehung wird viel besser. Der Hund ist eigentlich kompatibel in alle Situationen. Auch wenn er denkt, na, ich würde da nicht gerne reingehen. Aber wenn du meinst, dass es gut ist, ich vertraue dich als Mensch, ich glaube es dir dann und dann komme ich mit. Und das bedeutet, man kann bei Hunden Situationen trainieren über Leckerchen oder man kann eine Beziehung so bombenfest machen, so stabil machen, dass das Verhalten von dem Hund viel stärker von der Person abhängt als von der Umgebung. Und dann hat man eigentlich eine sichere Bindung aufgebaut. Und dann ist es so, dass wenn der Mensch entspannt in Situationen ist,
dass du denkst, okay, dann wird es wohl nicht gefährlich sein hier. Und dann entspannt er auch. Und das ist die Zielsetzung dabei. Also ich als Hundebesitzer würde wollen, dass sich mein Hund meinen Bedürfnissen anpasst. Mhm. Was sagen Sie denn dazu? Also Menschen kaufen sich einen Hund, weil die bestimmte Bedürfnisse haben. Das ist so. Und ich finde, die Bedürfnisse von Menschen sind auch legitim. Die Bedürfnis ist meistens nach Sozialkontakt, ein Kumpel, ja, in die Natur unterwegs sein. Aber ich finde, wenn Menschen sagen, nee, ich möchte, dass mein Hund sich eigentlich mich anpasst und ich habe keine Lust, mir Gedanken zu machen, was das Tier nun möchte, dann würde ich sagen, okay, ich kann da nicht weiterhelfen. Also das wäre auch gegen mein Prinzip. Und das ist genau der Punkt, was ich wichtig finde bei Natural Dog Ownership. Da geht es mir dann um bestimmte Grundprinzipien. Und wenn ich sage, ein funktionierender Hund ist mein Ziel, dann würde ich absolut damit nicht zufrieden sein. Ich könnte mich morgen früh nicht vernünftig im Spiegel angucken. Wenn ich sage, ein funktionierender Mensch muss sein, weil der Hund braucht der funktionierende Mensch, dann finde ich das viel zu einseitig. Ich finde, die Zielsetzung von guter Hundeerziehungsberatung ist eine gute Mensch-Hund-Beziehung. Und die Beziehung, die schleppst du überall mit hin. Ja? Und das ist eigentlich viel mehr wichtig. Also ich würde mich verweigern, eigentlich dafür zu sorgen, dass ich einen Hund betrachte als eine funktionierende Einheit. Und das würde ich diesem Menschen auch pauslos klar machen. Warum besteht die sinnvolle Beschäftigung Ihrer Meinung nach beim Hund immer in Beziehung mit der Nahrungsaufnahme oder Nahrungsbeschaffung? Ja, weil das tatsächlich ein zentraler Punkt ist. Also ich vergleiche wieder mit dem Mensch. Wir finden es als Eltern zum Beispiel wichtig, dass Kinder erwerbstätig werden, damit die später auch sich selber irgendwie, ja, also finanzieren können, Haus kaufen können, was auch immer. Ja, und das bedeutet, dass wir da schon extrem drauf achten. Wir haben vergessen, den Begriff Nahrung da hinzuzufügen. Wir leben also ziemlich abstrakt. Das ist bei Hunden anders. Ja, das ist viel analoger. Und das bedeutet tatsächlich auch, dass das ein zentraler Punkt ist. Hunde wollen sich gut über sich fühlen. Und das bedeutet, dass eine der meist wichtigste Sachen und auch eine der ersten Sachen, die alle Tieren, die in der ersten Phase von den Eltern abhängig sind, von den Elterntieren lernen, ist Nahrungserwerb. Ja? Und das ist ausnahmslos in der gesamten Natur. Das geht nicht nur für sozial lebende Säugetiere, sondern auch bei Blaumeisen, bei Rotschwänzchen oder was auch immer. Ja? Bei Karnickel etc. Das bedeutet, dass das ein zentraler Punkt ist, die zudem noch einen positiven Effekt hat, weil wenn ich mit dieser Beschäftigung mit dem Hund unterwegs bin, dann ist er mit etwas ganz Wichtiges beschäftigt. Es ist auch existenziell. Nicht, dass sein Leben davon abhängt, aber es ist wichtig für den Hund. Ja, es ist Nahrung, die er sich erarbeitet, so gesagt. Und er kann was. Ja? Da geht es um Selbstwertgefühl, Selbstwahrnehmung. Ja. Er kann was. Und wenn ich sehe, dass es viele Hunde gibt, die für viele Situationen so etwas Scheu haben oder ja sogar Angst, ja, dann ist es wichtig, dass, wenn ich sehe, dass dieser Hund in bestimmten Situationen Stress hat, im Negativen, dann ist das, weil er weiterleben möchte. Er ist mit Existenz beschäftigt. Er möchte weiter existieren. Deswegen gibt es Unsicherheiten, Ängste, was auch immer, auch Aggression. Ja. Und wenn ich dann an die andere Seite mit einem Bällchen oder einem Quietschtier etwas tue, was nicht existenziell ist, dann stimmt das vom Gewicht nicht. Ja. Und das bedeutet, an die positive Seite auch, sollte es echt mit etwas Biologisches zu tun haben. Und Bio kommt von Leben und logisch. Ja. Und das bedeutet tatsächlich, dass das dann das Gegengewicht auch sein kann, genau in solchen Situationen, wo es etwas bremslich ist aus Sicht des Hundes, wo ich ihm vermitteln möchte, ne, alles Palette, wir haben das voll unter Kontrolle, hier auch können wir jagen. Aber ist es nicht so, dass gerade deshalb, dass man, wenn man mit dem Hund in positiven Situationen sein möchte und dem Hund was Positives bieten möchte, dass man da nicht mit existenziellen Dingen wie die Nahrung arbeitet, sondern mit Sachen, die vielleicht auch für ihn jetzt nicht wirklich wichtig sind, wie ein Bällchen oder ein Stöckchen?
gerät er dann in diese positiven Situationen nicht dann dadurch, dass es um Nahrung geht, nicht zusätzlich in Stress? Jagd ist Stress, per Definition. Und es ist nicht verkehrt, wenn Hunde irgendwelche Problemsituationen gestellt kriegen, auch über diese gemeinsame Jagd, wo die denken, oh, wie komme ich jetzt an die Beute? Und da der Mensch dann hilfreich ist und sagt, ja, ich kann dir helfen. Ja? Das heißt, es gibt kein Kommando, sondern einen Hinweis, eine Hilfe, eine Unterstützung. Und der Hund bemerkt, ah, ich habe es geschafft. Ja? Und es ist auch wichtig, was der Hund dann geschafft hat. Das bedeutet, diese Unsicherheit passt ja zusammen mit der Freude. Und ist es so, dass es nicht wichtig ist, ja, dann kann man sich auch oberflächlich auch mal freuen, aber die Freude, ich habe echt etwas Wichtiges erarbeitet, zählt viel, viel mehr. Und jetzt ist es natürlich so, dass man sagen kann, natürlich gibt es Ausnahmen auf diese Regel. Wenn ich zum Beispiel einen Hund in der Familie habe und mein Kind möchte mit dem Hund spielen, ja, und wenn das dann passt, wenn das nicht kontraindiziert ist, weil du ein Problem mit Kindern hast, dann würde ich sagen, genau diese beiden, die spielen im Garten, ein Gesicht ist da, mit Spielzeug. Und so läuft es bei uns Menschen auch. Wenn man als erwachsener Mensch eigentlich versucht, mit Monopoly-Geld durchs Leben zu kommen, dann versteht jeder, dass man kommt nicht weit. Ja? Und Menschen fühlen sich auch gut, wenn die selber etwas erarbeitet haben. Und wenn es dann Pillepalle ist, die man erarbeitet hat, ja, nicht wichtig. Ja? Und man möchte sich wichtig nehmen. Und das bedeutet, wenn ich dann etwas erarbeitet habe, was echt wichtig ist für mich, dann ist es extra viel mehr wert. Sie reden oft von dem Waageprinzip. Ja. Was ist das genau? Das Waageprinzip habe ich gerade eben etwas angedeutet. Das Waageprinzip bedeutet, dass ich einerseits daran arbeite, dass dieser Hund, dass das Positive mehr Gewicht hat als das Negative. Und das bedeutet, dass das der Einstieg ist für alle Situationen, wo der Hund Unsicherheiten oder Ängste zeigt, wo ich sage, so, ich baue ein Vertrauen auf, dass ich meinen Hund unterstütze, dass ich für ihn da bin, auch in brenzlichen Situationen. Und jetzt geht es darum, dass der Hund eigentlich, auch wenn er denkt, ist etwas brenzlig, Vertrauen in mir hat, dass ihm nichts passieren wird. Und das bedeutet tatsächlich auch, dass man sagen kann, wenn er im Negativen mit der Existenz beschäftigt ist, dann sollte das im Positiven auch mit der Existenz zu tun haben und wichtig sein. Ja. Wenn Sie von Selbstwert sprechen, was meinen Sie damit genau? Selbstwert beim Hund? Wie der Hund sich selber wahrnimmt. Es gibt also Hunde mit, mit bestimmten Komplexen, die man bei Menschen auch kennt, ja? Die denken, ich kann echt nichts. Ja? Und das bedeutet, dass man diese Hunde irgendwie wachsen lässt. Selbstwert kann eigentlich nur aufgebaut werden in einem sozialen Kontext, in dem Kontext zu anderen. Ja? Was bin ich wert? Ja? Und das ist so eine Sache, die Hunde ja, sehr wohl auch spüren. Jetzt ist es so, viele Menschen denken, das ist aber Nostalgie, das ist nur für Menschen vorbehalten. Mittlerweile ist auch wissenschaftlich bekannt, dass es nicht der Fall ist. Ja? Dass man tatsächlich gleiche Hirnteile aktiviert sieht, wenn der Hund etwas großartig geschafft hat, was er wichtig findet, was für ihn einen Sinn ergibt. Also wenn Sie sagen, der Selbstwert des Hundes wird dann auch dadurch gestärkt, dass er in gewissen Situationen, die vielleicht auch für ihn Stress bedeuten, dass er da jagdlich erfolgreich ist. Genau. Dass er denkt, ich habe mich eigentlich nicht getraut, aber ich bin über meinen Schatten gesprungen, ja, und ich habe es geschafft. Und dieser Selbstwert würde nicht gestärkt werden, wenn es zum Beispiel nur um Ball geht oder ein Stöckchen? Das ist ja, also viele Hunde würden sich für einen Ball oder ein Stöckchen nicht in Gefahr begeben, sei es. Der Hund ist ein Junkie und dann hat er kein Bild mehr, was gefährlich ist oder nicht gefährlich ist. Also ein Ball-Junkie, der kann man auch über eine Mauer in die Tiefe springen lassen, wenn man das Bällchen über die Mauer schmeißen würde. Er würde nicht aufpassen. Und da fällt die Angst auch kaum noch auf. Ja? Aber wenn man einen normalen Hund hat, der kein Junkie ist, dann ist es möglich, dass man dieses Tier tatsächlich so weiterhelfen kann, dass er ständig mehr wächst und sich selber deswegen auch
wertvoll findet. Und Selbstwert hängt zusammen mit Selbstsicherheit. Selbstsicherheit, auch das kann nur durch den Aufbau von Selbstwert kreiert werden. Und so muss man eigentlich sagen, ist nicht die Freilauf das, was uns sicher macht, sondern die soziale Betreuung und über diese soziale Betreuung daran arbeiten, dass der Hund eine Selbstwirksamkeit empfindet und bei dieser Selbstwirksamkeit bemerkt, ich kann das, ich habe es nicht gedacht, aber ich kann das. Ja? Und dann Selbstsicherheit entwickelt. Und das ist der soziale Prozess, die bei normaler Pädagogik laufen würde. Was würden Sie denn jetzt abschließend was würden Sie einem Hundebesitzer für Tipps geben, wenn es darum geht, wie Sie sagen, die Umgebung für den Hund so zu gestalten, dass es für ihn artgerecht ist und für ihn auch selbstwertfördernd ist? Was würden Sie da jetzt grob gesprochen für Tipps geben? Also es ist ja eigentlich ganz simpel, nämlich der Hund lebt bei Menschen im Haus. Das ist eine Sache, wo er sich deswegen sicher fühlt. Das ist auch eine situative Sicherheit, weil die vier Wände sind drumher. Wichtig ist also, dass Hunde bemerken, dieser Mensch hat meine Augen im Kopf, aber hat mehr Lebenserfahrung und geht locker mit Situationen um. Und proaktiv ist der Intermediär zwischen mir als Hund und die Außenwelt. Dieser Mensch vermittelt mir Sachen, also ich lerne von diesem Mensch Sachen, die für mich logisch sind und wertvoll sind. Und das bedeutet, dass man wegkommen würde vom Spazierengehen, was nicht bedeutet, dass man nicht Stunden mit dem Hund unterwegs sein kann. Das wäre voll verstanden. Aber ich finde es wichtig, dass dieser Hund weiß, dass man gemeinsam miteinander unterwegs ist und nicht nebeneinander her, weil das wird ein Gegeneinander. Ja. Und das bedeutet tatsächlich auch, dass diese Zeit, diese intensive gemeinsame Zeit draußen, die wird aktiv gestaltet. Wobei es, finde ich, wichtig ist, daran zu arbeiten, dass es erst eine Warmlaufphase gibt, dann eine Aktionsphase und dann wieder eine Auslaufphase, wenn man mit seinem Hund unterwegs ist. Und bei dieser Aktionsphase kreiert man Herausforderungen. Nicht überfordern, sondern Herausforderungen so stellen, dass man dadurch schon unter Beweis stellt, dass Mensch, ich kann meinen Hund gut einschätzen. Ich weiß, was physisch möglich ist, was psychisch möglich ist. Ich überfordere ihn nicht. Und wenn man dann Herausforderungen kreiert, wo er möglicherweise zweifelt und er bemerkt, ja, man bleibt sicher als Mensch und sagt, nee, du kannst das. Ja, ich bin mir sicher. Ja, ich kann dich einschätzen. Dann ist es so, dass der Mensch schon ausstrahlt, du kannst das. Du kannst mehr, als du denkst. Und wenn das dann auch klappt, dann sieht man diese Steigerung. Und das bedeutet, dass man nach so einer Aktion wieder heimkehrt und optimalerweise gemeinsam die Ruhe genießt. Und das ist ein ziemlich für Menschen langweilige Existenz, weil man schläft viel mehr und es ist viel ruhiger. Und man muss viel weniger tun, was man tut. Da sollte man schon echt was drüber nachdenken. Aber es verlangt auch opportunistische Spontanität. Unterwegs zu sein. So. Ja. Herr Nebo, ich danke für das Gespräch. Gerne.